Guten Abend, Freunde. Es ist gerade 1.31 Uhr. Ich bin etwas müde. Nicht wundern, warum ich... Okay, ein bisschen voll bin ich auch noch. Ja, wir sind jetzt leider im Jahr 2024. Das Jahr 23 fand ich persönlich scheiße. Und vielleicht auch gut. Ich war viel unterwegs. Ja, schlecht brauche ich nicht zu erzählen. Erklärt ja schon einiges. Ja, mein Ziel 24. Mehr Ausflüge jedenfalls. Oder so bestimmte Städten anreisen. Geplant ist es Berlin, Erfurt. Dresden, Entschuldigung. Wie heißt die eine Stadt, wo der eine wohnt? Unser Kollege? Der Rocco? Chemnitz, genau. Chemnitz. Ja, also weite Ziele eventuell vielleicht auch München. Versprechen kann ich aber nicht. Jedenfalls Projekt Modelleisenbahn, was da hinten dann gebaut wird. Kann ich auch nicht so versprechen. Ich habe dieses Jahr 23 auch versprochen, aber von Zeit und Laune. Wenn die Anlage da hinten eventuell dann fertig ist, habe ich überlegt, dann da, wo der Baum steht, auch eine Anlage. Aber lass es erstmal Zukunftsmusik sein. Ja. Man sieht mich eigentlich selten so auf. Also jetzt generell. Ich habe gedacht, neues Jahr, muss ich ein neues Jahr Gespräch machen. Finde ich Pflicht. Entschuldigung, ich bin auch gleich besoffen. Ich habe gerade meinen Rest Wodka getrunken. Kann sein, dass ich irgendwelche Scheiße erzähle. Tue ich jetzt schon. Also wie gesagt, Ziele, paar Städte wieder erkundigen. Also eventuell auch ein paar Städte aus der Ostseite von Deutschland. Eventuell sind es gerade 4. Wie heißt die Stadt nochmal? Schöne Heide, wo 2 M-Wagen der Ruhrbahn Mülheim, Entschuldigung. Entschuldigung, aber wenn man gerade ein bisschen besoffen ist, da fällt schon ein bisschen schwer. Ja, was habe ich noch? Gucken, dass ich meinen kleinen Filmset da mache. Da. Ein Haus ist fertig. Mit dem Tempo. Irgendein Thema aussuchen. Boah, Junge, das wird wieder ein langes Video. Egal. Ich sag schon eins, nach einer Minute machen wir so die meisten aus. Ich kann nicht mehr. Boah, ich bin besoffen. Ja, einen guten Rutsch hatten wir auch. Mehr oder weniger. Gut geballert und so. Es gab auch ein paar kleine Probleme mit Raketen. Ich habe bei diese komischen Poppe-Dinger abgezogen, ist mir der Stock abgebrochen. Den muss ich leider vom Boden zünden und dabei ist was schief gelaufen. Die Rakete ist kurz fremd gegangen, ist auf einen Kumpel losgegangen. Ich habe mich auch sofort entschuldigt, das war jetzt auch nicht mit Absicht. Weil das Riskante wäre auch, das wäre gleich passiert, wenn ich in den Glas reingesteckt hätte. Na gut, Batterien, oder was ich hier hatte. Eine Rakete ist nicht hochgegangen, also die ist schon hochgegangen, aber nicht so, sondern puff. Das darf nicht sein. Ja, was können wir noch? Also Museenbesuche wird... Also ein paar Museenbesuche hatte ich auch dieses Jahr vorgehabt. Bochum, Genitiv Bochum. Bochum, Koblenz, das ist mir wichtig. Sommerfest. Das Gute ist, Bochum und Koblenz haben Gott sei Dank einen weiten Abstand zueinander. Gucken, was Bochum geplant hat, gucken, was Koblenz geplant hat.
gucken, welche Gäste dann entschieden. Bochum, letztes Jahr war ja der Schienenbus von AKE Rheingold, Rhein-Schienenbus, AKE Schienenbus, Entschuldigung. Davor das Jahr war ja der Sonderzug aus Rotterdam. Davon habe ich leider kein Video, weil mein Handy abgesoffen ist damals. Ah, fand ich traurig. Dann sind wir gespannt, was dieses Jahr geplant wurde. 24 bei Koblenz wurde, also habe ich gelesen, es soll eine Dampflok kommen. Bin ich gespannt bei der Parade, weil Parade in Koblenz, da war ich vor 2 Jahren, fand ich voll geil. Ich war leider alleine, okay, da kam noch ein Kumpel hinzu. Die Parade ist auch auf YouTube zu sehen. Gucken, was dieses Jahr erwartet an Loks. Ich hoffe, da kommt mal eine 232. Ne? Ich wette, unter euch ist auch ein Luke Miller-Fan. Ja. Was können wir noch als Projekt? Also dieses Jahr versuche ich auch den Schleifwagen zu spotten. Also unser neuer Schleifwagen. Den will ich auch gerne mal spotten. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ist halt so und so. Jedenfalls ein paar Sonderzüge spotten. Modellbahn. Eventuell hole ich für meine Dostos noch 2 Wagen. Eine 146er. Jedenfalls ein paar Luke Millers noch. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Fragen, einfach stellen. Mal sehen, ob ich reagiere. Weil ich kann bestimmte Anfragen an Fragen beantworten. Ja, Notfall bei... Ja, sag mal kurz deinen Namen. Ja, mein Kollege hier ist etwas müde. Bus- und Bahnspotter. Achso, ja. Warte. Hi. Alles ja. Sag mal. Ja. Wie heißt du? Bast und Trainspotter rein nur. Also, wie gesagt, wie ich schon sage, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich halt aufklären von daher. Und ich wünsche euch auch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt 2023 gut. Entschuldigung, dass ich so lache, aber so. Und ich bin ja auch sehr lieb von da. Entschuldigung, aber du hörst dich so besoffen an. Und von daher hoffe, dass ihr 2023 gut bestanden habt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was euch sehr gefallen hat in 2023 und was ihr für nächstes Jahr alles geplant habt, also für dieses Jahr 2024, wir haben jetzt den 1.1. Wir haben jetzt den 1.1. 1.40 Uhr. So, ich gebe weiter an ihn. Okay. Ja. Ich habe mir überlegt, eventuell wieder Hamburg zu besuchen, weil letztes Jahr war ich mir Mini-Natur Wunderland. Davon habe ich ein paar Videos raufgeladen auf TikTok. Dieses Jahr, sie bei TikTok, ist ja mein Hauptaccount. 3051 Maurice 903. Davon gibt es ja 2. Einmal mit Straßenbahn-Emoji und einmal ohne Straßenbahn-Emoji. Das mit Straßenbahn-Emoji ist jetzt mein Nebenaccount. Der andere ist mein Hauptaccount. Das ist, was mich gerade nervt. Ich sehe das nicht, aber ich sehe es. Und zwar ein Kumpel, kennt ihr auch auf TikTok, Duisburger. Folge ihn. Nicht. Ist auch ein guter Kumpel von uns. Entschuldigung. Ja, wenn man besoffen ist, ist man lustig, ne? Eventuell Hamburg. Da hatte ich auch vorgehabt, den
den Elbtunnel, da wo der Aufzug ist, davon habe ich was gehört, hinzugehen. Ich weiß nicht ganz, wo der ist, aber Internet hilft ja, ne? Boah, jetzt ist das schon 10 Minuten wieder. Katastrophe. Mann, schon wieder Glitzer. Ist mir jetzt auch gerade egal, wie lange das Video jetzt dauert. Titel habe ich schon im Kopf. Fällt aus, werden mehr als 10 Minuten ein. Ja, wie gesagt, Fragen, bitte Fragen. Antworten kommen. Wie gesagt, mein Partnertruppe hier, Partnergruppe, Kumpel, der gerade ein bisschen besoffen ist, Bus und Transporter Rhein-Ruhr, den könnt ihr auch gerne ein paar Fragen stellen. Ne? Ja, wir beide sind auch echt voll. Wir gehen jetzt auch gleich pennen. Am meisten er. Warum ich? Warum du? Du hast den ganzen Wodkaflasche. Du meinst den Rest aus der Flasche? Mhm. Ja, aber leider zu spät. Den hätten wir gut als Raketen für die Raketen nutzen können. Statt für Batterien. Ich glaube nicht, dass die Leute meistens bis 11 Minuten gucken. Oder gesagt, 12? Ja, mal überlegen, eventuell vielleicht einen neuen Job anfangen. Mhm. Weil da, wo ich aktuell bin, da bin ich nicht glücklich. Geld, netto 1,4. Und kommt immer zu spät. Und kommt immer zu spät, das stimmt. Hat man ja schon Dezember gesehen. Ja. Naja. Vielleicht finde ich noch einen neuen Job. Wenn nicht, dann bleibe ich doch erstmal ein paar Jahre bei der Firma. Damit ende ich das Video. Bis denn und tschüss.